Hallo und herzlich willkommen auf meinem Blog Heilsamer Umgang mit Bindungs- und Entwicklungstrauma. Mein Name ist Marion Weber und ich lebe und arbeite als Traumatherapeutin in der Nähe von Freiburg im Breisgau. In meinem letzten Beitrag bin ich kurz eingegangen auf den Unterschied zwischen Schocktrauma und Bindungs- und Entwicklungstrauma und ganz klar, Schocktrauma findet mit Fremden statt oder mit Ereignissen, Zugunglück, Tsunami, Erdbeben etc., während Bindungs- und Entwicklungstrauma in unserer Kindheit stattfindet und mit Bezugspersonen oder mit Personen, die für unsere Entwicklung maßgeblich sind. Klar, da gibt es einen Unterschied, ob die Gefahr von Menschen ausgeht, von denen wir Sicherheit und Geborgenheit erwarten dürfen oder von irgendeinem Unbekannten. Ja? Es gibt ja auch die Phase, wo die Kinder fragen, Mama oder Papa, ist der lieb oder nicht lieb? Ne? Also da gucken die, kann ich dem vertrauen oder nicht? Und es ist ganz wichtig, dass ein Kind ein Gefühl dafür bekommt, ne? Ist jemand vertrauenswürdig oder nicht? Und da orientiert sich es natürlich an den Eltern. Auch ist klar, dass es ein weites Feld ist von, wie wir merken, dass wir es mit Bindungs- und Entwicklungstrauma zu tun haben, von Schwierigkeiten in der Beziehung zu haben oder Eheprobleme zu haben, nachhaltig. Ne? Nicht, dass ein paar Mal durch eine Krise geht, die es bewältigen kann, sondern nachhaltig. Ne? Oder immer wieder einen anderen Partner und immer wieder die gleichen Themen oder die gleichen Probleme, die auftauchen. Oder ob wir eine Essstörung entwickeln und die Hälfte unseres Lebens immer wieder in Kliniken verbringen. Da gibt es graduelle Unterschiede, wenn Bindungs- und Entwicklungstrauma stattgefunden hat. Das ist alles ziemlich heftig und ich habe schon mal gesagt, während ich mich hier vorbereite auf diese Beiträge und aus meiner eigenen Geschichte auch Dinge wieder wach werden, sowohl als auch das, was ich hier täglich in meiner Arbeit mit meinen Leuten, die zu mir kommen, erlebe, muss ich sagen, da ist immer ganz gut, wenn man auch nochmal auf die Ressourcen guckt. Und auch da habe ich euch einmal ein Ritual an die Hand gegeben, das sehr gut erforscht ist und das einfach das Leben in eine andere Richtung leiten kann. Heute möchte ich sagen, dass es essentiell ist zu wissen, dass wir, seitdem es die bildgebenden Verfahren gibt in der Medizin und in der Forschung, sehr viel mehr wissen, wie das Gehirn funktioniert, wie Emotionen im Gehirn sichtbar werden. Man kann sagen, es gibt eine Physiologie von Emotionen, es gibt eine Physiologie von Verhalten sogar, ja. Und das befähigt uns aber auch in der Therapie, neue Ansätze, neue Methoden zu entwickeln, die wirklich im Gehirn, in den synaptischen Verbindungen und dann auch im Erleben und im Verhalten etwas verändern. Das, was die zum Beispiel die Verfahren, mit denen ich arbeite, die von den Krankenkassen natürlich noch nicht anerkannt sind, wie Somatic Experiencing, also körperliches Erleben, oder NARM, neuroaffektives Beziehungsmodell, oder ISP, integrale somatische Psychologie. All diese Verfahren zum einen beziehen den Körper, das Nervensystem, das Autonome mit ein. Sie beziehen aber, wie bei NARM, auch den Bindungsaspekt mit ein, dass es wichtig ist, die Bindung, die entsteht im therapeutischen Setting, auch zu nutzen, natürlich. Da reicht es nicht, nur eine gute Chemie zu haben. Ja? Da ist nochmal was anderes gefragt. Und sie macht es möglich, dass der Körper Gefühle halten kann,
eines Tages, die irgendwann mal in der Kindheit nicht gehalten werden konnten und zum Kollaps geführt haben, zum emotionalen Kollaps, aber auch dann bestimmte Abläufe im Nervensystem, sodass wir das eben nicht mehr spüren konnten. Und das dann zu Dissoziationen oder ähnlichen Phänomenen führt später. Also, so viel Leid es auch gibt und so viel Leid auch entsteht und so viel Schmerz auch entsteht durch Bindungs- und Entwicklungstrauma und Bindungsverletzungen. Die gute Nachricht, das kann man nicht häufig genug sagen, finde ich. Heute können wir etwas tun. Heute können wir uns auf den Weg machen und es in uns heilen. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft, denn Generationen vor uns hatten keine Chance. Ja, die haben das erlebt. Die sind gestorben und da war ganz wenig Heilung möglich. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, dass das, was gerade passiert, die Welt, in der wir leben, das schreit nach Heilung. Ja. Und wenn Menschen nicht aus unbewusstem Schmerz agieren würden, dann würden wir natürlich auch in einer anderen Welt leben. Ja. Aber wir leben in der Welt, in der wir leben. Und so ist es nun mal. Und es bleibt aus meiner Sicht nichts anderes übrig, als erstmal sich selbst zu heilen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen euch einen schönen Tag. Und jetzt ist es doch länger geworden als geplant. In bälde mehr. Und ich werde jetzt nach und nach auch mehr darauf eingehen, wie wir arbeiten und auch aus der Praxis und aus meinem eigenen Leben immer mehr berichten, damit ihr euch ein umfassenderes Bild machen könnt. Bis bald.